So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüß euch. Wir testen Takis alle nacheinander, aber immer extra Video. Wir haben so viele Sorten jetzt probiert, die meisten haben uns enttäuscht, die meisten schmecken einfach so krass nach Limette. Wer das nicht abkann, für den ist das nix. Extrem scharf würde ich die auch nicht nennen. Wenn ihr keine Schärfe gewohnt seid, vielleicht, aber wir essen öfters mal scharf, erwarten dann da eine richtig gute Schärfe, aber das bleibt auch irgendwie immer aus. Ich habe mir da mehr erwartet für den Preis, für den Hype, den das Zeug hat. Deswegen müssen wir wirklich Klartext reden. Beim letzten Mal hatten wir die krass gehypten Takis Blue Heat. Nicht krass scharf, leider. Zu sehr wieder, einfach nur Limette. Das ist wie bei Nitro gewesen, das ist wie bei Fuego gewesen. Gefühlt sind das alles drei die gleichen Sorten. Das eine schmeckt mehr nach Limette als das andere. Von der Schärfe her sind die fast alle gleich irgendwie. Die einen sind halt mit rotem Pulver, die anderen mit blauem Pulver. Irgendwie hauen die immer zu das gleiche Produkt raus. Ihr kauft es wieder, ich auch. Wir sind dumm, wir einigen uns drauf, das passt. Und deshalb habe ich dieses Mal noch die Grün mitgebracht. Die Takis Zombie. Da habe ich einen Hoffnungsschimmer. Da steht nämlich nur drauf Habanero und Cucumber. Das müsste also Gurke sein. Die wollen wir jetzt mal aufmachen mit Gurke. Und in grün, in grüner Gurke. Ja, riecht auch gefühlt nach nix. Füllt man hier ein. Die grünen Gurkenchips, guckt euch die an. Die sehen cool aus. Ich finde das Design auf jeden Fall auch cool. Mit der Zombie-Hand, die da so von unten kommt. So ein, so ein Twister macht. Und einfach die Dinger da hält. Wir müssen das Thumbnail, die Schüssel nochmal reinhalten. Das ist dann das Thumbnail irgendwie. Da kommt der Adi, Schatz. Servus Adi, was geht ab? Jetzt kurz neutralisieren, Hannes. Ja, Bros. Dann der letzte Test. Ich hoffe, die Kamera schmiert nicht wieder, aber ich habe den Akku gewechselt. Der andere hat schon gekocht. Und vielleicht liegt es dran, weil ich in 60 FPS aufgenommen habe und ich muss wieder auf 50 zurück oder 30 oder irgendwas anderes. Probieren wir mal die Grünen. Mit Habanero, Cucumber, aber hoffentlich ohne. Ja, da ist eine richtig fette Dicke drin und dann sind hier diese dünnen drin. Deswegen haben wir die dünnen erstmal angenommen zum Anfang. Halbmäßig. Hannes, ich geb's auf. Was schmeckst du? Erst ganz leicht eine Gurke, dann wieder Limette, aber extrem, aber nicht scharf. Genau wie ich es gemerkt habe. Du hast einen leichten Gurkenschmack, bist erstmal überrascht, denkst, oh, was Frisches, geil. Gurke, das ist cool, das ist wirklich erfrischend, ja. Eine erfrischende Knabberei. Dann ist der Gurkenschmack direkt weg und du hast wieder Limette. Richtig säuerlich. Ja. Dran. Limettenartig. Es ist wieder künstlich, du hast wieder Pulver dran. Das macht die Zunge jetzt vielleicht grün, aber es ist einfach nur Limette überall dran. Ja, wir sind dumm, weil Takis sind ja wahrscheinlich einfach nur Tortilla-Röllchen mit Limettengeschmack in verschiedenen Schärfegraden. Und wir beschweren uns, dass jedes Mal das so kacke nach Limette schmeckt. Außer die Dragon Sweet Chili. Die schmecken richtig gut. Ja. Das ist die beste Sorte wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch. Aber alles andere überzeugt nur durch Farben. Sieht halt aus wie Gurkensticks hier in so einem Ding. Aber würde ich auch nie nochmal kaufen. Alle machen Werbung dafür. Ganz neu, die übelst gehypte Sorte hier. Jetzt Zombie, gönnt euch richtig krass. Wer sich da gleich 20 Packungen mit einmal bestellt, der hat echt den Schuss nicht gehört. Leicht Gurke da. Ja. Gurke ist noch okay. Dann kommen die Limette, dann ist alles vorbei. Boah. Das ist so richtig penetrant, diese Limette-Zitrone. So blöd es klingt, am liebsten würde ich jetzt alle nehmen und aus dem Fenster schütten. Aber das ist ja wieder Lebensmittelverschwendung, aber... Bis auf die Dragon nicht. Das ist für mich halt absolut kein Genuss. Ich weiß nicht. Mögt ihr Takis, kennt ihr Takis, isst ihr gerne Takis, dann schreibt mal in die Kommentare, warum ihr die mögt, was ihr daran mögt. Und für mich immer noch beste Sorte wohl
die Takis Dragon Sweet Chili in Erfurt aus dem Laden beim Bahnhof am Schaufenster gesehen. Die waren cool, der Rest, naja, das war's von meiner Seite aus. Kauft keine Takis, glaubt mir, wenn ihr die noch nicht kennt, probiert sie nicht. Ihr habt nichts verpasst, rennt nicht dahinterher, seid nicht so dumm wie wir. Ne? Ich bin Stuntman, Hannes auch, das sieht man an den weißen T-Shirts. Aber spart euch das Geld, die Dinger sind scheiß teuer, die Dinger schmecken absolut nicht, muss man so sagen, querbeet. Die eine Packung, bis ihr die findet, die euch schmeckt, also da vergehen Jahrzehnte, also lasst das weg. Das war's von meiner Seite aus. Hast du noch was zu sagen? Schlusswort? Ja, ich kann mich dir bloß anschließen. Die Dragons with Chili, die waren wirklich geil. Der Rest, den kannst du alles in die Tonne kloppen. Ja, egal ob blau, ob grün, alles scheiß. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Viert euch. Bis zum nächsten Mal und ciao.